Hey Internet, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich habe letztens, ich glaube es war in den Kommentaren, eine Frage bekommen, ob ich nicht mal ein Video dieser Art hier machen kann, nämlich XYZ Dinge, die ich gern früher gelernt hätte. Und ich finde die Idee cool, habe aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Idee. Denn, naja, es gibt wahrscheinlich hunderte Dinge, die ich gern früher gewusst hätte, aber die alle in ein Video zu packen, wird ja recht lange dauern. Von daher habe ich mal geschaut, okay, wie kann ich das Ganze denn runterbrechen? Was sind denn so die Prinzipien, die über diesen ganzen vielen Kleinigkeiten liegen, die ich gern, naja, früher gewusst hätte? Und da sind mir eben drei eingefallen. Ich habe wirklich versucht, mich auf drei zu fokussieren, sonst wird es ewig dauern, das Video. Und die möchte ich dir heute mitgeben und hoffentlich kannst du da auch das ein oder andere von lernen. Und die erste Erkenntnis ist schon mal, egal welches Problem du hast, egal welches Ziel du erreichen willst, egal welche Fähigkeit du lernen willst, du kannst es lernen. Denn es gibt da draußen Bücher, es gibt Lehrer, es gibt Seminare, es gibt Kurse, es gibt komplette Foren zu allen möglichen Themen. Das heißt, es ist vollkommen egal, was du lernen möchtest, wie komplett bizarr, wie komplett alltäglich das Problem ist, wie komplett einzigartig die Fähigkeit ist, die du lernen möchtest, du kannst es lernen. Denn es gibt Bücher, Seminare, alles Mögliche. Selbst wenn du lernen willst, wie du effektiver Muscheln am Strand sammelst. Ich wette mit dir, es gibt Tutorials darüber. Ich habe es noch nicht gegoogelt, aber google es mal, vielleicht gibt es das auch. Wahrscheinlich gibt es das sogar. Und diese Erkenntnis finde ich so unglaublich geil. Denn ganz ehrlich, jeder von uns hat irgendwelche Probleme im Leben. Egal ob klein oder groß. Und viele Leute machen eigentlich nichts anderes, als über diese Probleme zu meckern. Oh ja, die Arbeit, oh, die Freizeit oder Mensch, der Stress und das Geld ist nicht so gut und Mensch, boah nee, ich habe nicht so einen großen Sozialzirkel und ich schaffe es einfach nicht zu lernen und nee, ich schaffe es nicht, das Buch zu lesen oder das Ziel zu erreichen. Und ganz ehrlich, die komplette Zeit, die wir dafür aufwenden, darüber zu meckern, könnten wir auch einfach darin investieren, zu lernen, wie wir das Problem lösen. Und das geht. Ich meine, ich habe so ziemlich all mein Wissen von irgendwelchen Lehrern oder Büchern oder Seminaren und seit ich diese Erkenntnis habe, naja, ich hatte sie zum ersten Mal wirklich vor, wann war das, vor circa 4, 4,5 Jahren, als ich, naja, nicht wirklich ein gutes Datingleben hatte. Ich war im Prinzip noch Jungfrau, nicht im Prinzip, ich war noch Jungfrau und naja, zum ersten Mal darauf gestoßen, hey, du kannst sowas lernen und dann kam die andere Erkenntnis von wegen, okay, du kannst deine Persönlichkeit verändern, okay, du kannst das Ziel erreichen und die Fähigkeit lernen und das und das und das und dann fängst du an, Bücher zu lesen und die Seminare anzuschauen und Seminare zu besuchen und Online-Kurse und Coachings zu buchen und von anderen Lehrern zu lernen und plötzlich merkst du, dass im Prinzip auf lange Sicht kannst du so ziemlich fucking alles erreichen. Vielleicht nicht in 2 Jahren, vielleicht in 3 Jahren, aber rechne mal über die nächsten 30 Jahre, was du in der Zeit alles erreichen kannst. Über die nächsten 40 Jahre. Ich meine, wir werden immer länger leben. Vielleicht werden die meisten, die das Video schauen, ich hoffentlich auch, werden wahrscheinlich 80, 85, 90 Jahre alt. Und das ist ein ziemlich langes Leben. Und wenn wir dabei noch gesund bleiben, naja, können wir so ziemlich alles erreichen. Wir können so ziemlich alles lernen. Ich meine, uns läuft die Zeit zwar irgendwie davon, irgendwann ist Ende, ist Schluss, klar. Aber verdammt nochmal, was man in 40, 50 Jahren alles erreichen kann. Puh, holy shit, eine ganze Menge. Von daher, erste Erkenntnis, die ich wünschte, ich hätte die eigentlich mit, naja, als hätte man hätte mir am liebsten ein Handbuch geben sollen, ich komme auf die Welt, bin ein Baby, einfach so hier, da steht einfach nur drin, dass du alles lernen kannst und du musst einfach nur gucken, wo die Bücher sind, die Kurse sind und dann kannst du es lernen, Punkt. Beste Erkenntnis, erste Erkenntnis, die ich heute mit dir teilen will, das heißt, egal welches Problem du hast, irgendjemand hat das schon mal vor dir gehabt und hat ein Buch darüber geschrieben. Such das Buch und dann folg den Schritten, die in dem Buch stehen. Eigentlich recht simpel, bam. Und da ich eben gerade davon rede, ja, über die nächsten 30, 40 Jahre kannst du so viel erreichen. Wir werden ja alle ein bisschen älter. Über jedes Jahr steigt die Lebenserwartung. Und da möchte ich auch mit meiner zweiten Erkenntnis, die ich wünschte, man hätte mir die früher gegeben, die möchte ich da direkt reinwerfen. Und zwar, dass, naja, deine Beweglichkeit, deine Mobilität extrem wichtig ist und dass uns Sitzen eigentlich tötet. Und vielleicht, naja, wenn du jetzt denkst, wie Sitzen tötet dich, naja, fangen wir mal vorher an. Fangen wir mal ein bisschen, gehen wir noch mal ein Stück zurück. Ich hatte lange, wirklich lange mit Rückenschmerzen zu kämpfen, mit Schulterschmerzen, mit Knieschmerzen, mit Hüftschmerzen. Und naja, ich bin jetzt gerade mal 25 und hatte die Probleme schon mit 20, 21. Und dachte einfach nur, shit, hab wohl echt Pech gehabt. Hab in der genetischen Lotterie verloren, hab einfach schlechte Gene. Naja, deshalb tun meine Gelenke so weh und deshalb bin ich einfach so früh so kaputt. Bis ich dann herausgefunden habe, nein, es liegt gar nicht daran. Es liegt eigentlich daran, dass, naja, wir uns den ganzen Tag in einer Position befinden, die
nicht natürlich für uns ist. Nämlich, dass wir sitzen, dass wir vor einem Stuhl sitzen, auf einer Couch sitzen. Und in der Bahn sitzen wir, auf der Arbeit. Überall im Prinzip sitzen wir. Und dass uns das eben kaputt macht. Unsere Innereien werden gequetscht, unsere Hüftbeuger werden verkürzt, unsere Hamstrings werden verkürzt, unsere Rückenmuskulatur wird verkürzt. Dadurch, dass wir am besten auch noch ein bisschen nach vorne runden, wird hier alles verkürzt. Und dadurch haben wir im Prinzip, naja, wenn ich es jetzt übertrieben, eine total beschissene Körperhaltung. Und das geht natürlich mit der Zeit auf die Gelenke, weil naja, du hast weniger Bewegungsfreiraum. Und das macht viele Leute im Alter kaputt. Denn stell dir mal vor, du sitzt wirklich 20, 30 Jahre lang und machst nichts dagegen, dann schlägt sich das sehr oft an der Gesundheit aus. Und dementsprechend habe ich einfach vor Jahren angefangen, wirklich täglich an meiner Beweglichkeit, Mobilität, an meiner Flexibilität zu arbeiten und sitze so gut wie kaum. Ich versuche Sitzen so viel wie möglich zu vermeiden. Und naja, dadurch geht es mir persönlich besser. Körperlich super fit, denn Sport läuft besser. Ich meine, wenn du beweglicher bist, mobiler bist, kannst du mehr Gewicht bewegen, du kannst dich besser im Sport bewegen, du kannst bessere Leistungen bringen und du kannst so ziemlich verdammt fit bleiben, auch wenn du 70, 80 Jahre bist. Und das ist eine Erkenntnis, die eigentlich, habe ich das Gefühl, noch gar nicht so viele Leute kennen. Es ist cool, dass momentan dieser Fitness-Trend so bekannt wird, in den Mainstream immer mehr auftaucht, dass viele preiswerte Fitnessstudio-Ketten aufmachen, dass im Prinzip jeder auf dem Trip ist, ja, gesunde Ernährung oder das immer populärer wird. Aber das ist ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass viele sich da noch nicht drauf fokussieren. Und ja, ich wünsche die Erkenntnis, die ich früher gehabt habe, denn mit der Jugend habe ich einfach nur sitzend verbracht. Und das versuche ich jetzt komplett zu vermeiden, indem ich einfach in der Kniebeuge die ganze Zeit sitze oder im Stehen arbeite. Und kann ich dir auch ein paar Ressourcen mal unten in der Videobeschreibung zu verlinken, wo du dich ein bisschen darüber informieren kannst. Und ja, das ist so meine zweite Erkenntnis. Einfach, dass unser, ich nenne es mal, komfortabler Lifestyle, wegen, ja, gemütlichere Couch oder mehr Sitzen, weniger Bewegung, uns eigentlich sehr, sehr schadet. Und das ist meine zweite Erkenntnis. Und die dritte Sache, die ich gerne noch früher gelernt hätte, ist unser soziales Umfeld. Dass sich dein soziales Umfeld in so vielen Art und Weisen, auf so viele Art und Weisen formt und prägt und deine Weltsicht verändert und deine Ziele verändert und das verändert und beeinflusst, was du jeden Tag machst, ist massiv. Und ich wünschte, das hätte ich viel, viel früher gelernt. Denn im Endeffekt, du bist wirklich nur der Durchschnitt von den Leuten, mit denen du dich umgibst. Die Leute, die in deinem Umfeld sind, die setzen den Parameter, was für dich normal ist, setzen die wieder hoch oder runter. Wenn in deinem Umfeld jeder auf dem Trip ist gut, ich lese 3, 4 Bücher die Woche und du hast vorher noch nie ein Buch in deinem Leben gelesen. Wenn du mit den Leuten dann einfach mal 2, 3 Monate Zeit verbringst, wird es für dich normal, auch 3, 4 Bücher zu lesen. Einfach, weil wir uns an die Leute, mit denen wir uns regelmäßig umgeben, anpassen. Das wird sozusagen unser Stamm, unser kleiner Clan, unser kleines Wolfsrudel. Und wenn natürlich die Leute in deinem Umfeld eher Leute sind, die nicht auf ihre Gesundheit achten, keine großen Ziele verfolgen und generell nicht viel aus ihrem Leben machen, dann wird dein Parameter für das, was normal ist, eben auch sehr runtergeschraubt. Und wenn du siehst, dass jeder in deinem Umfeld schlechtes Essen ist, sich nicht bildet, keine Ziele verfolgt, dann wird dein Enthusiasmus auch sehr, sehr schnell unterdrückt. Denn vielleicht hast du irgendwo diesen Funken in dir drin, dass du sagst, ich möchte das Ziel erreichen, ich möchte Großes erreichen und ich möchte so und so viele Bücher lesen und so einen Körper haben und so fit sein und so viel Geld haben und die Ziele erreichen. Aber dann umgibst du dich eben mit diesem, ich nenne es mal, falschen Wolfsrudel, mit diesem falschen Stamm um dich herum und die unterdrücken das alles. Dann wirst du mit der Zeit auch anfangen so zu denken. Dann wirst du dir auch anfangen zu denken, warum eigentlich? Ist du eigentlich ganz entspannt gerade? Warum, den grünen Smoothie trinken, wenn ich auch den Burger essen könnte? Warum das Buch lesen, wenn ich auch Game of Thrones gucken könnte? Nichts gegen Game of Thrones, coole Serie, aber man muss überall die Balance finden, nicht wahr? Und das habe ich sehr, sehr lange Zeit vernachlässigt, dass ich mit den falschen Leuten Zeit verbracht habe, dass ich mich nicht daran gewagt habe, bessere Leute aufzusuchen oder Mentoren aufzusuchen, Leute, vor denen ich lernen kann, Leute, in deren Anwesenheit ich mich wie ein Stück Scheiße fühle, in deren Anwesenheit ich mich dumm fühle, weil die mir so weit voraus sind. Doch genau diese Leute bringe ich dazu, zu wachsen. Es gibt ja ein wunderbares Zitat, wenn du die klügste Person im Raum bist, dann wechsel ganz schnell den Raum. Denn die anderen Leute werden dich nicht weiter hochziehen, werden dich entweder deinen Fortschritt zum Stagnieren bringen oder dich womöglich nur noch runterziehen. Und das ist nicht gut. Von dem dementsprechend, die dritte Lektion, die ich gern früher gewusst hätte, ist, dass dein soziales Umfeld dich auf eine Art und Weise prägt, die mir wahrscheinlich
immer noch nicht komplett bewusst ist, die ich auch wahrscheinlich jede Woche habe ich das Gefühl, ich lerne diese Lektion nochmal aufs Neue, wenn ich merke, okay, ich habe mit der Person mehr Zeit verbracht und mit der Person mehr Zeit verbracht und eine neue Person kennengelernt, wie schnell eben diese Weltsichten, die die Person an den Tag legt oder die Verhaltensweisen oder die Ziele, die die Person hat, mich beeinflussen und wie ich auch sie wiederum beeinflusse. Und das geht extrem schnell. Und das sind Lektionen, die ich wirklich von jeder Woche, von Woche zu Woche aufs Neue lerne. Und dementsprechend, ja, das sind meine drei Dinge, die ich wirklich gern vorher gewusst hätte. Nummer eins, du kannst alles lernen, egal welches Problem du hast. Jemand hat schon mal gehabt und hat ein Buch darüber geschrieben. Nummer zwei, so wohl eher. Das, naja, Sitzen, für uns wohl das Schädlichste ist, was wir machen können. Aber trotzdem machen wir es die ganze Zeit. Ich meine, du kannst ja kaum einer Situation kommen, wo keine Stühle sind. Du wirst überall Stühle haben, du wirst überall Zeit im Sitzen verbringen. Und wenn ich in jungen Jahren schon so krass Probleme davon bekommen habe, was würde dann erst passieren, wenn man das wirklich über 40, 50 Jahre macht und nichts dagegen tut? Und dementsprechend, naja, wie schlecht Sitzen ist und wie wichtig es für uns ist, mobil zu sein. Und Nummer drei, wie dich dein soziales Umfeld prägt. Und ich sage das immer wieder, Wiederholung ist die, wie sagt Tony Robbins, Repetition is the mother of skill. Je öfter du es hörst, je öfter du es dir klar machst, desto intuitiver wird das. Von daher, dein soziales Umfeld prägt dich so unglaublich. Das sind die drei Lektionen, die ich gerne früher gelernt hatte. Und zur dritten Lektion habe ich noch etwas für dich, nämlich mein Social Skill Webinar. Eben da dich dein soziales Umfeld so enorm prägt, möchte ich, dass du die richtigen Leute in deinem Umfeld hast und nicht Zeit mit den falschen Leuten verbringst oder die falschen Leute in dein Umfeld holst. Oder dass du, wenn du jemanden triffst, den du gerne als Mentor haben möchtest oder mit dem du gerne mehr Zeit verbringst, möchtest, dass du noch genau weißt, was du zu tun hast. Und das will ich dir beibringen in meinem kostenlosen Social Skill Webinar. Ich werde es hier irgendwo nochmal verlinken, also du wirst es hier irgendwo finden oder unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Und ich hoffe, du nimmst dir diese drei Lektionen zu Herzen. Du weißt sie jetzt vielleicht früher als ich. Wenn du jünger bist, dann weißt du sie offensichtlich früher, als ich sie gelernt habe. Setz sie um. Schau, wie du dein Leben dementsprechend anpassen kannst anhand dieser drei Lektionen. Und da würde ich sagen, war es das für heute. Ciao. Hey, cool, dass du noch dabei bist. Und bevor du wegschaltest, ich schenke all meinen Abonnenten meinen kompletten Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, dann schau doch mal hier unter dem Video, da findest du einen Abo-Button. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und dann auf meine Kanalseite gehst, dann findest du dort ein Video, wie ich dir genau zeige, wie du in drei einfachen Schritten auf meinen Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins, komplett kostenlos zugreifen kannst. Wirklich, komplett kostenlos. Das ist mein Geschenk an dich, mein Dankeschön an dich. Und wenn du gerne noch mehr sehen möchtest, dann schau auch mal hier unten, da findest du noch einen Link zum letzten Video, genauso wie einen Link zu meinem kostenlosen E-Mail-Coaching, wo du dich eintragen kannst und dann bekommst du in regelmäßigen Abständen von mir E-Mails mit neuem Content, mit Übungen, wo wir all deine Lebensbereiche wirklich konkret durchgehen. Und du hast auch persönlichen Kontakt zu mir, das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann kannst du das darüber sehr gerne machen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mit dir persönlich zusammenarbeiten, Alex, dann kannst du dich gerne für ein privates Coaching mit mir bewerben. Und das kannst du entweder hier über diesen Link machen oder du klickst einfach den Link in der Beschreibungsbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in dem kostenlosen Kurs oder in einem der nächsten Videos oder vielleicht sogar auf einem meiner Coachings. Bis bald.